Hier ist Lex bei mir. Bis dann, bis zum nächsten Part. Servus. Und weiter geht's. Bei Minecraft. In diesem Part erwartet uns eine Höhlenerkundung. Aber zuvor möchte ich noch einiges vorbereiten. Denn wir brauchen noch was zum Fressen. Ich würde vorschlagen, wir machen uns ein paar Pilzsuppen. Dafür brauchen wir zuerst ein paar Schalen. Naja, so machen wir das nicht. So machen wir das. Momentan hört die Skyrim-Musik. Ah, wir haben noch zu wenig. Ich glaube, zwei mache ich das noch. Holz, 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 Holz hier. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, 16. Einen lasse ich von jedem Pilz noch übrig, damit wir die vermehren können mit Knochenmehl wieder. So, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, aber was soll's? Ich mache halt noch ein bisschen was in die Kiste hinein. Die Schüsseln zum Beispiel. 1, 2, 3, 1, 2. Ich glaube, drei Pilzsuppen müssten reichen. Tun wir noch das Schweinedingsbums braten. Erde, Quatsch, wir brauchen Holz. Hier ist das Holz, super. Fleisch hinein. Okay, dann craften wir uns noch ein paar Werkzeuge, aber zuvor möchte ich noch die ganzen Sachen raustun, die wir nicht brauchen. Für die Höhlenerkundung. Werkbank brauchen wir, Erde brauchen wir vielleicht auch. Na, jetzt ist sie da unten, okay. Pflastersteine brauchen wir. Sand brauchen wir nicht. Kies, naja. Zuckerrohr brauchen wir nicht, das können wir eigentlich gleich pflanzen. Und, Setzlinge können wir auch gleich pflanzen, die Samen genauso. Die Angel können wir hier lassen. So, mit der Holzhacke tun wir ein bisschen hacken. So, zack, zack und Samen rein. Okay, nicht voll verstehen, Samen rein, ne? Und weiter Zuckerrohr pflanzen. Hier kann man, ah, doch, das können wir immer an Wasser platzieren, egal was für ein Block da unten ist. So, ich glaube, ein Schwert sollten wir auch ein neues craften. Ach ja, eine Rüstung wollte ich mir craften. Wir haben ja Kuhfell, habe ich gesehen, im letzten Part, wo ich die Aufnahme gesehen habe. Ja, hier haben wir Leder, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, was machen wir jetzt daraus? Ein Helm können wir uns craften. Schuhe können wir uns craften. Ich glaube, ich mache mal einen Helm. Lederkappe. Sonst rüsten wir den Indianer aus. Okay, das andere Leder lasse ich da. Na, wo ist es hier? Okay, die Äpfel lasse ich auch da, Pilze lassen wir da, den Fisch kann ich eigentlich mitnehmen. Okay, so, Fleisch ist fertig, jetzt hier noch das Rindsteak. Oh, Holz brauchen wir noch. Und zwar brauchen wir eine Menge Holz für eine Höhlenerkundung, wir müssen ja uns immer neue Werkzeuge craften. Ich glaube, da mache ich mir noch eine Spitzhacke. Zack, 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 zack. Quatsch, eine Axt meine ich, eine Spitzhacke, ist klar. Scheiße, egal, nein, was mache ich da? Hier, so, zack. Ist hier weg und zack, Steinaxt. So. Mal auf die Tageszeit nachschauen. Ja, es ist Mittag, kann man sagen. Und so mal ein bisschen Holz hacken. Mal schauen, ob da ein Monster ist. Nein, okay. Zack, zack, zack. Ich will jetzt einen Stack Holz sammeln. Denn für eine Höhlenerkundung brauchen wir Holz. Wie gesagt, eine Menge. Viel Holz. Unmengen viel Holz brauchen wir. Wir werden unser Holz quasi aus dem Fenster schmeißen. Scheiße, was mache ich da? Ich bin zu blöd zum Holzhacken. So, jetzt mit einem Fisch einmal die Säpplinge abbauen. Wir haben nur 31. Ja, brauchen wir nur noch 30 oder ungefähr 30, ja. Zack, zack, ah, jetzt kommt eine Menge Skyrim-Musik. Freut mich, wir haben ja bis jetzt so wenig Skyrim-Musik gehabt.
zack, zack, zack. Ich hoffe nur, dass es nicht zu laut ist, weil ich glaube, es ist ein bisschen laut. Ich schau mal schnell. Ah ja, ist viel zu laut, okay. So, jetzt müsst ihr mich besser hören. Die Musik war ja gerade viel, viel zu laut. So, gut, dass ich das noch drauf geschaut habe. Hey! Wo? Ich höre einen Zombie. Ich höre dich, mein Freund. Zombie-Line. Bist du hier drin? Nein, hier ist nichts. Egal, lass mir den Zombie sein. So, noch diesen Baum und dann geht's los. Oh, ich habe ehrlich gesagt schon Angst, weil vor Höhenerkundungen habe ich immer Angst. Keine Ahnung warum, ich habe halt Angst, ist so eine Phobie, glaube ich. Eine Minecraft-Höhenerkundungsphobie. Lol. So, hier muss ich Säpplinge pflanzen. Ja, ich weiß, ich drück mich, aber okay, lassen wir es gut sein. Hier noch eine Suppe fressen oder ich nehme mal einen Fisch, damit wir den Stack langsam loswerden. Okay. Die Höhle, die ich erkunden will, ist hier unten. Das war die Höhle, die wir im ersten Part schon gesehen haben. Da, wo uns der Creeper überraschend erschrocken hat oder mich erschrocken hat. Die Bretter können wir noch eigentlich in Stickies verwandeln, oder? So, noch ein Stack losgeworden. Okay. Graben wir uns erst nach unten. Die Hole lasse ich auch noch so, genau. Die Axt können wir hier können wir mitnehmen, falls wir eine Mine finden sollten. So. Haben wir eine Schaufel? Nein. Wir haben nicht mal ein Schwert. Ich glaube, jetzt mache ich mir damit ein Schwert. Mit diesen Stickies. Zack. Eine Schaufel. Zack. Hä? Achso. Ich bin so schlau, so. Zack. Und Spitzhacke haben wir schon. Ja, mache ich mir noch ein Schwert. Was soll's? Damit wir den Stick loswerden. Okay. Holzschwert lassen wir. Das können wir eigentlich hier lassen. Das brauchen wir jetzt ja nicht, ne? So, dann mache ich jetzt meine Höhen-Playlist an, dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Freunde, die Höhen-Playlist ist drin, es wird Zeit zum Erkunden. Wir haben ja irgendwo hier unten eine Höhle gefunden, da wo ein Creeper uns gestalkt hat. Das will ich mir jetzt genau anschauen. Hier ist sie. Haben wir Fackeln? Was? Wir haben keine Fackeln! Ich bin so schlau. Wir müssen schon Fackeln dabei haben, sonst geht es hier nicht. Wo sind sie denn? Seufz, ich glaube, ich muss neu was braten. Na gut, machen wir uns ein bisschen Holzkohle. Und dann geht's aber echt in die Höhle hinein. Hallo, ist hier jemand? Hallo? 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 So, verbraten wir einfach mal das Holz. Was machen wir denn jetzt dabei? Ja, jetzt mal ein bisschen Zuckerrohr farmen. Ich habe immer die Angewohnheit, dass ich jetzt die Tür zumache, weil ich den Schalter nicht gewohnt bin. So, es müsste reichen. Na, du musst noch zu Ende braten lassen. Ich habe Zeit. Okay. Machen wir uns ein paar Sticks. Zack. Die müssten reichen. So, hoffentlich finden wir Kohle unten. Ja, 24 müssten ausreichen, bis wir eine Kohlestelle gefunden haben. Gut, dann geht's ab in die Höhle. Und was haben wir da unten denn? Hallo? Hallo?
Ist hier jemand? Ich will hier erstmal alles absichern. Hallo? Ich sollte die Fackeln direkt neben den Schwerter behalten, damit wir immer schnell genug reagieren können. Und da ist Kohle. Yay. Ah, hier ist nichts mehr. Schade. Nehmen wir mal die Kohle mit. Unsere erste Kohle. Yay. Die wir so gesammelt haben, ohne Holzkohle zu craften. Aber hier ist irgendwo ein Zombie, höre ich. Wir könnten daraus ja ein Vorratslager machen aus diesem Raum. Na, Zombie, wo bist du? Hier ist ein Skelett. Ich gehe mal zur Stelle, da wo das Eisen vorhin, also da wo wir das Eisen gefunden haben. Das können wir dann auch gleich mitnehmen. Müssen wir uns hier noch ein bisschen umgraben. Wir uns ein bisschen in die Tiefe. Und da ist es. Ist hier noch mehr Eisen? Ein bisschen umgraben hier. Ne, scheint nicht zu sein. Ja doch, hier ein bisschen noch. Eisen! Eisen! Hallo! Ich bin ein unschuldiges Mädchen. Ich habe mich verlaufen in einer Höhle. Und ich finde den Ausgang nicht mehr. Bitte helft mir. Ja, hier ist keine Höhle. Ich glaube, ich suche mal eine andere Höhle. Es ist wahrscheinlich Nacht, ne? Ja, es ist Nacht. Ratzen, ratzen, ratzen. Ratzen, 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 ratzen und... Zombiebefall. Nein, doch nicht. Ist hier jemand? Ja, da verbrennt gerade ein paar Unholde. Da ist ein Skelett. Komm her, Skelett. Skelett. Komm schon, greif mich an. Lern zielen. Sonst schießt du mir keinen Pfeil ins Knie. So, verbrennen. Hier ist eine Spinne. Egal, lass mal Skelett. Wir suchen jetzt eine Höhle. So, ich tue mich hier immer herausreden lassen irgendwie. Hey, Creeper! Nein. Haha, da ist gerade ein Monster verbrannt. Und hier ist ein Zombie. Na, Zombie, machst du dein Seepferdchen abzeichen, was? Ich glaube, den Zombie, den wir vorhin in die Höhle gefunden haben, der war oben an der Oberfläche. Und hier ist ein Creeper. Na, immer noch keine Höhle. Hier muss doch eine Höhle sein. Ich dachte, wir haben unter unserem Haus eine riesen Höhle entdeckt, aber war das nur ein kleiner Lager-Dingsbums. Ist hier eine Höhle? Nee. Hier sind aber ein paar Kühe, aber die interessieren mich hier nicht. Hallo. Schäfchen, hallo Schäfchen. Vielleicht ist es im Schneebiom eine Höhle. Mal schauen, man weiß ja nie. Gehen wir mal in den Schnee. Eine Kuh. Die Kuh macht Mu. So wie... Du, nee. Ist hier was? Ja, hier ist eine Höhle. Wir sollten uns erstmal den Weg nach unten graben. Wir haben einen Schneeball, damit können wir voll viel Schaden anrichten. Damit können wir die Monster höchstens zum Lachen bringen. Erstmal absichern, ist es sicher? Ja, gut. Eine Fackel setzen, hier ist... Ah ja, hier geht's weiter. Okay, ich dachte schon, die Höhle wäre vorbei, aber hier geht's weiter. So, super. So, ein bisschen
Kohle mitnehmen. Wir haben ja noch nicht so viel davon. Zack. Und oh, da geht's weiter nach unten. Die Höhle scheint hier wirklich groß zu sein. Zack. 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 Okay. Kohle können wir vorerst noch nicht holen. Die müssen wir uns erst holen. So, wie kommen wir jetzt da runter? Wir können den hier als Basis verwenden. Lassen wir die Kohle einfach mal da liegen. Creeper? Nee. Was ist das? Sandsteine. Oh mein Gott. Sandsteine. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich scheiß mir in die Hosen. Hallo, ist hier jemand? Ha! Ne, hier ist niemand. Oh verdammt, hier geht's in zwei Richtungen, aber hier ist Sackgasse. Zum Glück. So, wenn wir jetzt sterben, sind unsere ganzen Sachen verloren. Bei dem Punkt werde ich kaum wiederfinden. Hier scheint es weiterzugehen. Oder auch nicht. Verdammt! Wir finden hier immer nur solche Mini-Höhlen. Ich will schon ein richtiges Komplex hier erforschen. Ist so ein richtigen Minenstollen und so, so, wo eine Klippe zur anderen führt. Wo kommen wir jetzt denn her? Hier, ne? Hier geht's nach oben. So, jetzt seht ihr, warum ich die Erde mitgenommen habe, damit wir hier immer nach oben kommen. So. Oh. Ah, Knochenbruch. Ich habe meine ganzen Knochen gebrochen. So. Ist Tag, ja. Aber nicht mehr lange, schätze ich. Ja, und wir haben immer noch keine Höhle gefunden. Und keine richtig große. Hier scheint es mir. Aber zuerst brauchen wir neue Stöcke. Stöcke. Spazierstock. Okay. Ach komm, lauter Mini-Höhlen. Aber wirklich solche Mini-Höhlen. Die kann Mini-Mi erforschen. Ich will jetzt nicht zu weit von unserem Haus weggehen, weil sonst finden wir unser Zuhause nie mehr wieder. Hey! Wo bist du? Zombies sind, sind auch Höhlen. Und wo Höhlen sind, sind auch Gold und Silber und Kohle. Und Diamanten und Redstone und weiß Gott was noch alles. So, wo sind wir denn hier? Dieser Ort ist gut zum Cobblestone Farmen gedacht. Hier ist Kohle. Immer zwischendurch schauen, ob da ein Monster kommt. Ja, es wird, glaube ich, Nacht. Jetzt wird es langsam Abend. Zack. Zack. Es wird Nacht. Schnell die Kohle mitnehmen. Boah, die Kuh hat mich jetzt erschrocken. Du Mistkuh. So, was sind wir hier? Das wäre hier eine Höhle, wenn es nicht an der Oberfläche wäre. Wo sind wir? Ein paar Blumen. Hier ist eine Höhle. Höhle? Bist du eine Höhle? Kann ich dich Höhle nennen?
Hier geht's weiter. Ich mach mal neue Fackeln her. Fackeln. So, dann ist da die Kohle drauf. Okay, die Fackeln müssen reichen. Mit denen können wir mehrere Häuser versorgen mit Licht. Verdammt, sind die überall nur Mini-Höhlen. Wo ein bisschen Kohle zu finden ist, ey. Naja, besser Kohle als nichts, ne? Und jetzt wird's Nacht, oder? Nein. Weil wenn Nacht wird, dann können die Monster uns auch von oben attackieren und bis dahin müssen wir eine Höhle gefunden haben. Ansonsten werden wir hier creepieren. Wird's Nacht? Ach scheiße, es wird Nacht. Schnell. Wir müssen schnell eine Höhle finden. Und zwar sehr schnell. Hä? Ich höre hier irgendwo Lava. Und eine Spinne. Seltsam. Hier scheint eine Höhle zu sein, wo Lava ist. Hört ihr das? Der Ruf wird lauter von der Spinne. Hier ist mir zumachen. Dass da irgendwelche Monster von oben dann kommen. Seltsam. Hier sind mehrere Spinnen. Ist hier vielleicht ein Spinnenspawner? Man weiß ja nie. Ich folge dem Ruf der Spinne. Und der Lava. Und es wird immer lauter. Je tiefer wir in die Finsternis hineingehen. Scheiße, Spitzhacke verbraucht. Naja, egal, wir haben zum Glück hier eine neue. Ne, das ist eine Axt. Verdammt. Hier ist sie. Ja. Ah, da sind sie. Schatz gefunden. Na, kommt her. Drei Spinnen. Hier ist bestimmt ein Spinnenspawner. Vier Spinnen sogar. Also, wenn hier kein Spawner ist, fress ich einen Besen. So, ich kill euch mal, ne? Kommt's her. So, wenn jetzt noch eine Spinne erscheint, dann weiß ich, dass ein... Hier ist ein Spinnenspawner. Das kann ich jetzt... Und hier ist die Lava, die wir gehört haben. Die Spinnen... Der Spinnenspawner scheint in dieser Richtung zu sein, weil hier kommen die ganzen Spinnen her. Mal schauen. Oh je, je. Ja, hier ist ein Dungeon, seht ihr das? Weil hier sind Monsters. Dungeon! Stirb! Nein, lass mich in Ruhe! So. Ah, die kleben hier an der Decke. Ah! Nicht töten, bitte! Ja, tun wir ein paar Spinnensachen farmen. Da kommt's runter! Könnt euch nicht von mir verstecken. Kommt's her! Alles ablichten, damit hier nichts spawnt, weil bei einem Spinnenspawn ist es so, wenn oder bei Spawner allgemein, wenn da Licht ist, dann spawnt hier überhaupt nichts mehr. Puh, haben wir im dritten Part schon einen Spinnenspawner gefunden, ist ja geil. Das ist echt cool. So, wir könnten daraus eine Monsterfalle machen und uns damit Spinnensachen farmen, wie zum Beispiel ein paar Strings oder Augen, die wir dann zu Tränken herstellen können.
Und mit der Lava können wir uns ein Portal in den Nether bauen. Also jetzt sind wir ein großes Stück weitergekommen. Und Spinnenspawner sind die seltensten. Ne, sind nicht. Die seltensten Spawner sind die Skelettspawner. Und die Spinnenspawner sind, ja, mittelmäßig sind zu finden. Am häufigsten findet man Zombiespawner. So, den Ort müssen wir uns merken. Jetzt würde ich gerne nach oben gehen, aber es geht leider nicht so gut, weil hier gerade Nacht ist. Hm, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir sollten uns hier einen Stützpunkt errichten, quasi. Nein, an dem Spinnenspawner. Wir haben ja Holz dabei. Ich glaube, das wäre gar nicht so dumm. Um hier mal zuerst alles frei machen, damit wir hier ein bisschen Platz haben. So. Erstmal den Spinnenspawner hier ein bisschen. Und ich höre einen Zombie. Ich glaube, wir sollten nur aus Stein bauen, weil hier Lava in der Nähe ist. Und hier geht die Höhle weiter. Okay. Machen wir hier mal ein bisschen dicht. Die Mossstones können wir uns später mitnehmen. Ich traue mich hier gar nicht so richtig rein. So. Gut, dann baue ich hier mal eine Tür hin oder ich platziere jetzt mal den Crafting Table. Ja, Tür wollte ich mir genau bauen, ja genau. Zack, 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 Tür. Und wir sollten sie so bauen. So. Dann machen wir jetzt ein bisschen Platz. Und Cobblestones können wir gleichzeitig auch noch farmen. Ein bisschen. So, was Quatsch, wir waren letzten Mal beim Thema Alkohol. Weiß nicht, also es gibt da ja auch so Alkopops und so. Habe ich noch nie welche probiert. Die sollen angeblich sehr gut schmecken. Und hochprozentig sollen sie auch sein. So, und da gab's auch, habe ich mal so ein Thema in der Schule gehabt, so muss man so einen Aufsatz schreiben über Alkopops, so eine Information an Schüler und so. Fand ich total langweilig. Ich habe diesen Text schon zweimal mindestens bearbeitet, dreimal. Einmal bei meiner Nachhilfslehrerin früher, weil ich hatte Nachhilfe, ich war damit damals nicht so gut in der Schule. Und einmal in der 9. Klasse, wo ich den, also ich habe einmal den QANET geschafft, den qualifizierten Hauptschulabschluss. Ganz knapp nicht geschafft, mit 3,2 hatte ich den nicht geschafft. Aber nur weil ich im Buchfilm total verkackt habe. Und da habe ich die Klasse wegen dem QANET nochmal gemacht. Und da hatte ich 2,5 und da muss man denselben Aufsatz nochmal schreiben. Der hängt mir zum Hals raus. Wenn ich den nochmal sehe, den Aufsatz, würde ich den sofort erkennen. So, und Aufsätze sind auch meistens, ja, weiß nicht, wie gut ihr im Deutsch seid. Also, mein Deutsch ist sehr gut irgendwie. Also, in Deutsch war ich damals sehr gut immer. Und, ja, ich habe immer 2 geschrieben. In der ersten 9. vielleicht nicht so, aber wo ich die 9. nochmal gemacht habe, war ich sehr gut im Deutsch. Keine Ahnung warum. Also es war auch das Jahr, wo ich mit Let's Playen angefangen habe. Vielleicht liegt es an Let's Playen, dass ich in Deutsch besser geworden bin. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. So, ich glaube, das hätten wir jetzt langsam. Jetzt baue ich hier mal mit Erde habe ich das jetzt ein bisschen verschönert, in Anführungsstrichen. Weil Erde sieht eh nicht schön aus. So, dann müssen wir uns merken, dass es hier rausgeht. Ich glaube, da baue ich da ein Schild hin und markiere das Ganze. Okay. Ach, ich hätte Schaf noch schlachten sollen. Da hätten wir jetzt ein Bett und dann könnte ich einen Spawnpunkt markieren, falls wir drauf gehen. Den Ort werden wir nie wiederfinden. Ich glaube, da muss ich noch mal später rausgehen und da Fackeln hinsetzen, damit wir wissen, wenn wir mal in dem Ort sind. Ah, hier ist die Höhle, ne? Es ist echtes Glück, dass wir hier jetzt einen Spinnspawner gefunden haben und es ist auch nahe an der Oberfläche. Also, ich weiß nicht, ich habe schon viele Spawner gefunden, aber einen Spinnspawner an der Oberfläche
Sonst nur Zombie-Spawner habe ich bis jetzt in der Oberfläche gefunden, aber ja, Spinnspawner ist jetzt nicht so das häufigste, was ich da gefunden habe. Zack, 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 zack. Verdammt, keine Erde mehr. Ja, macht nichts, hier ist die Erde, die wir brauchen. Okay, zack. Dann baue ich mal jetzt eine Steintreppe. So, die kann man so rumbauen oder auch so rum. Man kann sich entscheiden. Zack. So. Hier ist niemand, weil die Lava macht ja das Ganze ein bisschen hell. Daher sind hier auch keine Monster. So. Dann mal jetzt ein paar Lagerdinge. Ein paar Truhen. Zwei müssten reichen. Okay. Die platzieren wir so. Und da können wir jetzt die ganzen Sachen rein tun. Ein Ofen wäre auch nicht schlecht. Da können wir die ganzen Erze immer brennen lassen. Während wir dann am Höhlenerforschen sind. Eisen tun wir jetzt gleich verbrennen. Oh, wir haben Hunger. Ich fress mal schnell ein Steak. Oh. Lecker. Die Fäden und so kommen rein. Die Schneebälle kommen rein. Die Kohle kommt rein. Wobei, können wir, warte. Wackeln haben eh noch genug, also. Ja, passt schon. Eine Fackel. Steintreppen kommen rein. Die Suppen, die lassen wir noch da. Die Holzschaufel können wir auch mitnehmen. Die setze ich mal hier, damit wir sie verbrauchen. Okay, dann mache ich mir jetzt noch eine Tür. So, und setze sie hier hin. Und mache da ein bisschen Licht hier. Damit hier nichts spawnt, falls wir mal wieder herkommen. Okay, dann wollte ich mir ein Schild craften. Zack, zack. Ach, verdammt, reicht nicht. Hm. Ich schreibe dann auf dem Schild. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. Hä, was war denn das jetzt? Achso, ja, Werkbank. Okay, ich wundere mich gerade, was haben wir da gecraftet? Was wollte ich craften? Ach ja, ein Schild. Kurzzeitgedächtnis. Okay. Hier ist noch ein Punkt nach oben. Hier geht's nach oben. Zack, zack. Zack, 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 reicht genau, sehr schön. Und die, jetzt baue ich mir einen Weg nach oben, damit wir schnell und sicher nach oben können, immer. Zack. Und falls wir die Höhle dann ganz erforscht haben, dann können wir alles wieder mitnehmen. Also es ist nicht so, dass hier alles dauerhaft stehen bleibt. Oder vielleicht doch, es ist hier ein Spinnspawner. Daraus können wir ja eine Monsterfalle noch machen. So, zack, zack. Na, jetzt, aber ich sehe nichts. Ihr seht auch nichts. So, hier. Ist hier jemand? Hallo? Nö, hier ist niemand. Haben wir die Nacht ganz gut überstanden, ohne einen Kratzer. Ja, ohne einen Kratzer würde ich nicht sagen, wir haben ja durch die Spinnen ein bisschen Damage bekommen. Ja, aber dieses sieht irgendwie gut aus zum Markieren. Ich glaube, da setze ich mal einige Fackeln hin. So, das werden wir auf jeden Fall wiederfinden, wenn wir das jetzt so markieren. Okay. Ich setze hier noch einen Erdblock hin, haben wir Erde, ja. Ja, das sieht bei mir irgendwie aus wie Netherrack. Bei mir, von mir aus gesehen jetzt. Weil, aus dem, ich spiele es ja ein bisschen minimiert. Also, ihr seht es ja im Vollbild, nehme ich an. Und, bei mir sieht es irgendwie aus wie Netherrack. Ein bisschen rötlich. So, jetzt eine Fallgrube. Fallgrube, ich meine eine Falltür. Die platzieren wir hier.
Das kommt mir auch immer wieder raus. Nein! Na, es wäre vielleicht besser, wenn wir es so platzieren, dass die Falltür so aufgeht. So, zumachen. Wir können hier noch eine Fackel hinmachen, falls es hier dunkel ist. Na, oh, jetzt ist es ganz schön schwer jetzt. Ich muss da jetzt irgendwo hängen bleiben. Ich glaube, ich bleibe mal an dieser Decke hier hängen. Schaue ich von hier oben? Ja, gut. Okay, jetzt haben wir das Eisen gebraten. Schmiedekunst. Und daraus können wir uns jetzt Eimer herstellen. Und mit dem Eimer können wir uns dann ein Portal gießen, wenn wir lustig drauf sind. Jetzt noch die ganzen Sachen lagern. Zack, zack, Säpplinge rein. Das Eisen lasse ich hier. Ach ja, Schild. Wir haben hier noch eine Leiter haben wir übrig, die können wir genau hier hinsetzen. So, hier schreibe ich mal hin, Spinnenspawner. Okay. Und dann beende ich den Part auch langsam mal. Und dann erkunden wir im nächsten Part die Höhle sorgfältig, die wir hier gefunden haben. Sofern es nicht wieder eine Mini-Höhle ist, aber ich schätze mal, die Höhle ist ein bisschen größer. So, und wenn nicht, dann gießen wir uns einfach ein Portal oder machen uns das hier ein bisschen schick.